Hallo Freunde des Films, willkommen zu DVD-Kritik und es ist gerade um 6 Uhr morgens und die 85. Academy Awards wurden im Dolby Theater in L.A. verliehen und wie es auf DVD-Kritik in den letzten Jahren schon ein wenig Tradition geworden ist, drehe ich anschließend immer gleich ein Video, in dem ich euch die Gewinner präsentiere und so ein wenig zusammenfasse, wie die Veranstaltung so abgelaufen ist und dieses Mal halt zu den Oscars 2013. Die Oscars 2013 waren, wenn ich ganz ehrlich bin, eine meiner liebsten Oscars bis jetzt. Das lag unter anderem ganz stark an Seth MacFarlane, der das Ganze hier gehostet hat. Man kennt ihn unter anderem als Kopf hinter dem Film Ted oder auch der Serie Family Guy und einigen anderen abgedrehten Formaten. Er hat einen sehr speziellen und sonderbaren Humor und den hat er bei den Oscars 2013 auch durchaus gezeigt. Wir hatten viele kleine witzige Momente, viele auch echt rassistische und harte Gags. Er hat auch nicht davor zurückgeschreckt, vielen Nominierten vor den Kopf zu stoßen und das hat großen Spaß gemacht, aber vorneweg noch ein paar kleine Sachen. Schön fand ich, dass bei den Oscars 2013 es nicht so ganz große Gewinner gibt und auch nicht so ganz große Verlierer. Die Oscar wurden auf ganz, ganz viele verschiedene Filmtitel aufgeteilt, nur leider leer ausgegangen sind. The Masterflight, Der Hobbit und Beasts of the Southern Wild. Das ist ein wenig schade, wer genau nachher welche Preise abgeräumt hat. Das erzähle ich gleich noch im Einzelnen, aber zwei Sachen vorneweg. Christoph Waltz hat seinen zweiten Oscar als bester männlicher Nebendarsteller, was richtig cool ist und Daniel Day-Lewis konnte tatsächlich der erste männliche Schauspieler werden, der 3 Oscars als Hauptdarsteller hat. Und das wäre gleich aber in den einzelnen Kategorien nochmal für euch erläutert. Erst einmal zur Veranstaltung selbst. Die Oscars, wie immer, gibt es vorneweg immer ein riesengroßes Brimborium auf dem roten Teppich. Man kann sich das ja jedes Jahr alles live auf ProSieben anschauen. Und dieses Jahr war extrem krass zu sehen, dass Product Placement eine noch größere Bedeutung hatte. Man hatte ganz viel Werbung für Samsung Tablets, teilweise für Google. Jeder Star hat mal wieder gesagt, von welcher Marke er welche Klamotten trägt. Aber teilweise hat man hier auch Schuhe abgefilmt, die auf dem roten Teppich in irgendwelchen Vitrinen stand. Man dachte sich, okay, das wird hier immer krasser vermarktet. Man ist es von den Amis sowieso gewohnt mit den Werbebreaks alle 10 Minuten, aber dieses Jahr tatsächlich noch ein bisschen mehr. Eine zweite Sache, die ganz interessant war, war, dass Social Media immer stärker eingebunden wurde. Es gab also auf den roten Teppich zum Beispiel Best Dressed als Hashtag, der rausgegeben wurde, den man twittern sollte. Wer hat jetzt hier die besten Klamotten an? Übrigens, was Twitter angeht, danke, dass ganz viele mir auf Twitter gefolgt sind und wir die ganze Nacht durchgetwittert haben. Das fand ich sehr, sehr lustig und es wurden auch während der Verleihung ganz viele Hashtags rausgegeben, mit Oscars, Oscars 2013, wenn man twittern wollte, wie sie versucht haben, eben die Oscars hier als Trend-Tweet irgendwie durchzubringen. Ganz interessant. Dann, ich habe mir übrigens eine ganze Menge an Sachen notiert. Entschuldigt mir, wenn nicht hier alles ein bisschen durcheinander ist, aber ich bin auch durchnächtigt. Aber es ist Pflicht für mich, dieses Video zu machen, allein schon, weil es Spaß macht. Dann, was ich interessant war, dass wahnsinnig viele Stars natürlich da waren und keiner der Journalisten sich getraut hat, irgendeinen der Stars auf Movie 43 anzusprechen. Die Komödie, die komplett Panne ist und für die sich ganz viele Stars schämen. Und ich hätte sehr lustig gefunden, wenn irgendjemand sich mal getraut hätte, da so ein wenig Tacheles zu reden. Schade. Kommen wir zu Seth MacFarlane. Der hat die ganze Zeit ein paar richtig lustige Gags abgezogen, hat teilweise einen Boob-Song gesungen, also einen Song, in dem er darüber singt, von welchen Schauspielerinnen im Publikum man schon in welchen Filmen mal die nackten Brüste gesehen hat. Und das war eigentlich ziemlich lustig und hat ziemlich viele krasse, interessante Gags gebracht und hat auch dem Ganzen so eine Art jugendlichen Flair verpasst und er wirkte trotzdem elegant und beschwingt, hat in verschiedenen kleinen Szenen mitgetanzt und hat einfach so eine gewisse, eher taffe, fitte Art mit sich gebracht, dass man sagen kann, okay, verbindet man alt und jung und hat eine gute Show abgeliefert über die gut 3,5 Stunden, die Verleihung ging. Und deswegen fand ich das sehr cool und würde den sehr gerne wiedersehen. Das Ganze übrigens so ein wenig die Veranstaltung im 20er-Jahre-Look eingetaucht, was auch echt toll aussah. Man hatte so ein beschwingtes, cooles Feeling und nicht das Gefühl, im Handyzeitalter zu leben die ganze Zeit. Und das war echt schön. Dazu wurde so ein bisschen das 50er-Jahre-Bond-Special abgefeiert. Man hat ja gemunkelt, dass man alle Bond-Darsteller sehen würde, aber dem war dann leider doch nicht so. Man hatte eine Performance eines Bond-Songs, nachher auch Adele, die übrigens den Oscar mit nach Hause genommen hat für den besten Song und das war so ein bisschen so die ganze Bond-Nummer, die man noch versucht hat mit reinzupacken. Dazu hatte man coole Filmmusiken. Jeder Laudator, der aufgetreten ist, hatte immer eine eigene Filmmusik, die so ein bisschen zum Genre gepasst hat und richtig cool ist. Ihr kennt das ja vielleicht bei den Oscars, wenn jemand sich für einen Preis bedankt und dann irgendwann anfängt, das Orchester zu spielen, wenn jemand zu lange redet. Dieses Jahr hat man die Melodie von Jaws, also der weiße Hai, genommen und der dann immer so da-dum, 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 dum-dum-dum-dum, so ein bisschen gruselig
daherkam und was echt doch irgendwie ein bisschen anders und ein bisschen cool war. Richtig cool war Jack Nicholson, der als einziger am Saal die ganze Zeit mit Sonnenbrille rumsaß. Das fand ich auch richtig lustig. Nachher hat die Laudatio mit Michelle Obama zusammen für den besten Film ganz am Ende des Abends abgehalten hat. Also hier hat sich wirklich die First Lady zuschalten lassen aus dem Weißen Haus und anscheinend live verkündet und das fand ich richtig cool. Dann war das ganze Thema Musical auch eine Sache, die dieses Jahr sehr im Fokus war. Es wurde Chicago und Dreamgirls und ganz viel Les Miserables abgefeiert. Die Stars aus Les Miserables waren da, haben performt. Das Ganze hat richtig Spaß gemacht. Der Film hat einige Preise abgeräumt. Und das war schön. Und Seth MacFarlane hatte sich natürlich nicht nehmen lassen, dann zu behaupten, der Abend sei viel zu schwul durch die ganzen Musicals. Aber das ist seine Art und ich mochte das sehr und fand es richtig cool. Zwischendurch gab es beispielsweise auch direkt den Auftritt von Mark Wahlberg und Ted. Und Ted, so wie man ihn als Bären aus dem Film kennt, ist tatsächlich auf der Bühne aufgetaucht als Teddy, aber ich weiß bis jetzt nicht, wie sie den animiert, also wie sie den gemacht haben. Das muss eine Art Roboter gewesen sein. Da kann kein Mensch hintergesteckt haben und das sah so abgefahren echt aus. Wenn ihr irgendwelche Ausschnitte seht, erklärt mir bitte, wie sie das gemacht haben mit Ted, dass er so rumläuft. Und das waren jetzt so ein paar kleine Sachen erstmal am Rande. Ganz wichtig noch, es gab dieses Jahr nicht das erste Mal, aber seit sehr langer Zeit das erste Mal ein Tie. Das heißt, in einem Unentschieden in einer Kategorie, in der tatsächlich in einer Kategorie ein Oscar an zwei verschiedene Filme verliehen wurde. Und das ist auch sehr, sehr interessant. Okay, Freunde, das erstmal vorneweg zu allen Sachen rund um die Verleihung. Kommen wir jetzt mal zu den eigentlichen Preisen. Und zwar da auch der Reihe nach, genauso wie sie verliehen wurden, ging es als erstes um den besten männlichen Nebendarsteller. Der ging an Christoph Waltz. Viele haben es sich gewünscht in Django Unchained und das war große Klasse. Und das ist einfach toll zu sehen, dass ein Österreicher, zumindest ein deutschsprachiger Schauspieler hier so abräumt. Die Performance war grandios, auch wenn sie Hans Lander aus Inglourious Basterds sehr ähnelte. Er hat sie durchweg verdient. Ich hätte es gern noch Tommy Lee Jones gegönnt für Lincoln, aber es sollte eben Christoph Waltz sein und da hat sich natürlich Quentin Tarantino auch gefreut und Tarantino sollte sich nicht zum letzten Mal an diesem Abend freuen, was sehr, sehr schön ist. Als nächstes gab es dann den besten animierten Kurzfilm und das war dann Paper Man. Im Deutschen heißt der Animationsfilm, glaube ich, im Flug erobert. Ist ein richtig schöner Kurzfilm von Disney, den habe ich zufällig im Kino gesehen, der ist richtig toll gemacht, völlig zu Recht meiner Meinung nach gewonnen. Als nächstes war die beste Kamera, die ging an Life of Pi und auch einer der etwas mehreren Oscars, die an Life of Pi ging. Man bediente sich dann weiter der Kategorie Visual Effects, die ging ebenfalls an Life of Pi, was ich ein bisschen schade fand, denn unter anderem waren Avengers oder Hobbit gerade noch nominiert und Life of Pi war zwar schön und hatte krass abgefahrene Effekte, aber da dachte ich, okay, man könnte dem Hobbit was geben, der leer ausgegangen ist, was sehr schade ist, oder Avengers, naja, da war ich mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob das jetzt hätte unbedingt sein müssen, aber so war es nun mal. Dann ging es weiter mit bestes Kostüm. Habe ich mich tierisch drüber aufgeregt, denn den hätte ich unbedingt Les Miserables oder Lincoln gegeben, weil das krasse Kulissen waren hat, aber bekommen Anna Karenina. Und ja gut, das war so eine Sache, wo ich mir dachte, schade, da geht der Oscar irgendwie in die falsche Richtung und dachte sofort, what the fuck, aber na gut, was soll man an der Stelle machen? Weiter ging es mit Make-up und Haarstyle oder Haarstyling und das ging völlig verdientermaßen, auch von mir erwartet, an Les Miserables. Weiter geht es mit bester Kurzfilm, der war Curfew. Bei Kurzfilmen, ehrlich gesagt, hatte ich keinen Überblick über die Filme, die dort gezeigt wurden, kann ich überhaupt nicht sagen, ob das gerechtfertigt ist oder nicht. Gleiches gilt für bester Dokumentar-Kurzfilm, der ging an einen Film namens Innocent. Weiter geht es mit beste Dokumentation. Die ging an Searching for Sugar Man. Habe ich ebenfalls nicht gesehen. Deswegen bin ich in diesen Kategorien doch etwas dünn beseitet. Bester fremdsprachiger Film ging dann an Amour oder Liebe von Michael Haneke. Das hatte man bei den 5 Oscar-Nominierungen, die dieser Film hatte, fast schon erwarten können. Leider Gottes sollte es für Amour der einzige Oscar bleiben an der Stelle. Sehr, sehr schade. Mehr hätte man ihm gegönnt. Aber bester fremdsprachiger Film ist ja eine sehr angesehene Kategorie. Insofern würde er sich darüber auch wahrscheinlich sehr freuen können. Das nächste war dann Best Sound Mixing, ging ebenfalls an Les Miserables. Ich habe mich jedes Mal an diesem Abend gefreut, weil vor allem man schon fast vermuten konnte, weil ja Zero Dark Thirty so oft nominiert war, genauso wie Lincoln, dass das vielleicht eine sehr politische Oscar-Verleihung wird. Und dies ist zum Glück nicht geworden. Es ist so ein bisschen romantischer und schön geblieben und hinten raus kamen auch ein paar Überraschungen. Weiter ging es dann mit Best Sound Editing und das ging dann, da kam es dann zu diesem am Anfang erwähnten Teil, das heißt Unentschieden. Man hat anscheinend gleich viele Stimmen gehabt für 2 verschiedene Filme von der Academy und deswegen ging dieser Preis sowohl einmal an Zero Dark Thirty als auch an
Skyfall und deswegen völlig okay. Ich habe mir beide Filme gesehen und da waren auch teilweise richtig gute Effekte drin und Soundabmischung und deswegen, okay, ich bin ja kein Meister, was Soundediting angeht, aber habe jetzt gegen diese Preise in die Richtung überhaupt nichts einzuwenden. Beste weibliche Nebendarstellerin kam dann und da habe ich mir Anne Hathaway gewünscht für Les Miserables. Die hat zwar gar nicht so viele Szenen in dem Musical, aber sie hat eine, in der sie 4-5 Minuten am Stück performt. Und das geht einem wahnsinnig unter die Haut und ist ganz extrem. Und was soll man sagen, sie hat den Oscar dann bekommen. Große Klasse. Ich hätte es ansonsten gerne noch Sadie Fields gegönnt, weil die zieht in Lincoln auch eine ziemlich tolle Performance ab. Aber Anne Hathaway meine erste Wahl und so ist es dann gekommen. Bester Schnitt ging freudigerweise an Argo. Und damit hat dann Argo schon langsam angefangen, mehr zu bekommen, als man vielleicht unbedingt dachte. Aber ihr werdet sehen, wenn ihr noch nicht gesehen oder gehört habt, wer die Preise bekommen hat, wie es weiterging. Weiter ging es dann erstmal mit dem besten Bühnenbild bzw. Produkt. Design, das ging an Lincoln. Sind ja auch tolle Kulissen, die dort aufgebaut werden. Aber auch da hätte ich wieder gesagt, ach komm, gib's doch Les Miserables. Den fand ich persönlich im Nachhinein noch viel krasser. Aber Lincoln kann man durchaus vertreten an der Stelle. Dann Best Score, also beste Filmmusik an Life of Pi. Geht auch in Ordnung. Das ist schon sehr eindrucksvoll, wenn man Life of Pi so sich so hingibt und genießt im Kino, was da musikalisch zusammenkommt an wirklich tollen Klängen, die auch so ein wenig westliche und östliche Welt miteinander verbinden. Eigentlich klasse gemacht. Nichts dagegen einzuwenden. Best Song als nächstes ging, wie zu erwarten, natürlich an Adele, die damit jetzt Oscar-Preisträgerin ist, dieses Jahr aber auch schon einen Golden Globe bekommen hat und einen Grammy. Was will man mehr? Das ist doch schon mal große Klasse. Kann sich sehr freuen und hat auf der Bühne fast angefangen zu weinen. Ach, so süß. Und weiter ging es dann mit bestes adaptiertes Drehbuch. Das ging dann schon wieder an Argo. Und deswegen, so eine kleine Überraschung, hat nicht unbedingt jeder damit gerechnet. Weiter geht's dann traditionell nach dem besten adaptierten Drehbuch, immer mit dem besten Originaldrehbuch. Und dann stand da wirklich Quentin Tarantino auf der Bühne für Django Unchained. Hat eine tolle Rede darüber gehalten, wie schwer es ist, ein Drehbuch zu erfassen und Rollen zu schreiben, wenn man vor allem es nicht schafft, die richtigen Leute zu casten. Und dass es ihm diesmal gelungen sei, genau die richtigen Schauspieler vor die Kamera zu bekommen. Und er war sehr, sehr glücklich und hat eine sehr tolle Rede gehalten. Und das war schön anzusehen. Und weiter ging es mit beste Regie. Entschuldigt. Und die ging an Ang Lee für Life of Pi, damit eine der wichtigsten Oscar-Kategorien. Der hat sich auch sichtlich total gefreut. Na klar, warum sollte man sich nicht bei Oscars freuen? Aber den habe ich mir auch unglaublich gewünscht. Für den geht auch völlig in Ordnung. Da gibt es nichts viel zu sagen. Es ist sein zweiter Oscar. Dann kam es letztendlich zu den letzten drei großen Kategorien. Beste Hauptdarstellerin habe ich mir Naomi Watts gewünscht für The Impossible, weil das eine ganz eindringliche Performance ist. Die meisten haben mit Jessica Chastain gerechnet oder mit der neunjährigen Kleinsensation aus Beasts of the Southern Wild. Die wirkte übrigens sehr gebrieft hier bei den Interviews, was sie zu sagen hat. Das war fast schon ein bisschen unsympathisch, wenn ich ehrlich bin. Und tatsächlich kriegt den Preis dann Jennifer Lawrence. Und das hat sie selbst anscheinend sehr überrascht. Und auch auf Twitter habe ich gemerkt, dass die meisten nicht damit gerechnet haben. Und damit hat Silver Linings Playbook mit ihr als beste Hauptdarstellerin Oscar abgeräumt. Finde ich dann irgendwo auch ganz cool. Es war ihre zweite Nominierung nach Winter's Bone. Und was soll ich sagen, hat mich überrascht, kann ich aber vollkommen mit leben, weil sie kann toll spielen und ja, das ist eine tolle Karriere, die ihr sicherlich bevorsteht. Wenn sie jetzt sogar noch einen Oscar in der Hand hat, dann geht es traditionell als Vorletztes zum besten Hauptdarsteller. Und das war tatsächlich, wie viele gedacht haben, ich hätte mir Hugh Jackman irgendwie gewünscht für Les Miserables. Oder auch Denzel Washington Flight, weil das ist auch eine grandiose Performance gewesen. Aber es ist Daniel Day-Lewis geworden, der Mann, der Edelschuhmacher in Italien auch ist. Und man hat das Gefühl, wenn immer er einen Film macht, ist er nicht nur Oscar nominiert. Nein, er bekommt auch den Oscar. Es ist sein dritter Oscar als bester männlicher Hauptdarsteller. Damit ist er der Einzige, der das geschafft hat. Überreicht auch noch von Meryl Streep, die wiederum dreifache Oscar-Preisträgerin der weiblichen Fraktion. Das machte noch ein paar Gags, dass er ursprünglich hätte spielen sollen, Margaret Thatcher. Und sie hätte Lincoln spielen sollen. Das war ganz witzig und Steven Spielberg musste sehr herzlich darüber lachen. War schön anzusehen, eine sehr herzliche Rede. Und dann kam es zur wichtigsten Kategorie, The Big One, wie Seth MacFarlane gesagt hat. Und zwar bester Film. Und das ging dann bei allen neun nominierten Filmen tatsächlich an Argo. Und da war Ben Affleck total überrascht, noch alle ringsherum.
Und er hat eine ganz, ganz menschliche, tolle Rede gehalten, an der er sich bei seiner Frau bedankt hat und einfach auch erzählt hat, wie es für ihn war, vor 10 Jahren schon mal einen Oscar bekommen zu haben, damals als Drehbuchautor für Good Will Hunting, dass er nicht wusste, wie Hollywood funktioniert und hat nur appelliert, dass man im Leben einfach auf die Fresse fliegt und das kann immer wieder passieren, dass es wichtig ist, wieder aufzustehen, dass er sich hochgeboxt hat. Und ich weiß, der wurde oft belächelt als Schauspieler. Erst als er anfing, selber Filme zu machen wie The Town, auf einmal eine ganz andere Seriosität bekommen hat, eine ganz andere Anerkennung in Hollywood erfahren hat und jetzt steht er mit dem Oscar da und Argo hat dann damit an diesem Abend 3 Oscars bekommen, mehr als die meisten erwartet haben. Und das heißt in der Zusammenfassung letztendlich bei den Filmen dieses Jahr, es gab nicht so richtige Gewinner und richtige Verlierer, obwohl, wenn man jetzt sagen will, The Master, Flight, der Hobbit und Beast of the Southern Wild komplett leer ausgegangen, Silver Linings sind 1 Oscar mit, aber war auch jetzt nicht so Favorit in vielen Sachen, weswegen das ganze okay ist. Lincoln nimmt als Hauptanwärter mit, glaube ich, 12 Oscar-Nominierungen nur 2 Preise, mit denen könnte man jetzt als Verlierer titulieren. Gewinner sind auf jeden Fall Argo mit 3 Preisen, auch dass Django hier mit Django Unchained mit 3 Preisen weggeht, letztendlich ist auch eine ziemlich coole Sache. Life of Pi mit 4, genauso wie Les Miserables, ist einfach sehr aufgeteilt, aber auch sehr schön, weil es fair ist, weil ich finde, es gab viele starke Filme. Und deswegen ist das nicht weiter schlimm an der Stelle. Ich habe übrigens, glaube ich, vergessen, besten Animationsfilm Brave, also Merida, zu erwähnen. Das hätte ich übrigens sehr gerne Frankenweenie gewünscht. Sehe ich hier gerade, habe ich vergessen zu erwähnen. Sorry dafür an der Stelle. Die Oscars waren also sehr, sehr aufgeteilt, was ich sehr, sehr fair finde, weil es gibt nun oft nicht den guten Film und den schlechten und der muss gewinnen und der muss verlieren. So ist es einfach oft und deswegen finde ich es einfach nur fair und überhaupt nicht schlimm und deswegen bin ich jetzt auch langsam am Ende. Es ist einfach gerade um 6 oder 6.30 Uhr morgens. Ich bin übernächtigt, wollte aber unbedingt wie jedes Jahr dieses kleine verwirrte Resümee für euch drehen, aber auch für mich, um das hier durchzurocken. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht und danke nochmal allen, die mit mir getwittert haben die ganze Nacht durch. Wer sonst noch Lust hat, bei mir über Filme zu twittern, kann mir generell auf Facebook folgen oder auf Twitter unter DVD-Kritik. Ansonsten, Freunde, war es das von mir für heute. Heute um 15 Uhr kommt natürlich kein neues Video mehr. Ich muss ja auch erstmal in Ruhe ausschlafen. Ich danke euch fürs Zuhören. Hoffe, ich habe den ein oder anderen informiert. Falls in der Infobox jetzt noch nicht die Gewinner stehen oder ich jetzt nicht so viel an Bildern hier eingefügt habe von Gewinnern, dann habe ich es im Schnitt einfach nicht mehr lange ausgehalten und bin fast weggeschlafen. Aber was soll's, Freunde? Ansonsten morgen um 15 Uhr ein neues Video. Und ja, lasst mir einen Daumen runter da, wenn mein Video zur Oscarverleihung völlig blöd ist oder zu verwirrt. Ansonsten, Freunde, hoffe ich, ihr seid morgen wieder mit dabei. Natürlich um 3 Uhr.